Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mausakrobat und habe für euch heute endlich mal wieder eine neue Folge von Euer Replay, meine Analyse dabei. Wir begleiten heute Felix Gunner 1 in seinem T26 E4 Super Pershing. Und warum habe ich dieses Replay genommen? Warum habe ich mich für dieses Replay entschieden? Ganz einfach, weil es mir eine Herzensangelegenheit ist, weil den Spielstil, den wir gleich sehen werden, der führt in der Regel dazu, dass ja, viele von euch nicht über eine Winrate von 50% hinauskommen. Wir haben hier beste Ausgangsbedingungen für den Super Pershing. Es ist zwar eine offene Karte und ja, wir wissen alle, er ist ein bisschen langsam. Dafür ist er aber umso besser gepanzert. Und wir haben nur eine einzige Arti. Ja, der gute Felix entscheidet sich jetzt hier an der Stelle erstmal zu schauen, was sein Team macht. Kann man erstmal machen. Aber was wir dann gleich sehen werden ist, es ist Begegnungsgefechtsmodus auf der Map Prokhorovka, also das heißt, der Cap ist auf der anderen Seite von den Bahngleisen. Und dieses Spielverständnis, was wir jetzt hier sehen, oder vielleicht auch, wenn ich das vorsichtig ausdrücken darf, das nicht ganz perfekt vorhandene Spielverständnis von Felix führt dann unterm Strich dazu, dass er viel, viel zu passiv unterwegs ist als Top-Tier. Wenn man das Ganze jetzt spielen würde in einem 9er-Gefecht oder wenn ihr aus Versehen mal mit dem Super Pershing in den Fail-Platoon reingeklickt habt und euch dann in einem 10er-Gefecht wiederfindet, da kann man tatsächlich das Ganze ein bisschen langsamer angehen lassen. Aber als Top-Tier sich hier unten auf die J2-Positionen zu stellen, ist fast genauso schlimm wie K1-Positionen. Er fährt jetzt zwar ein bisschen vor, aber er versucht jetzt hier aus der Distanz zu snipen. Die Super Pershing Kanone ist jetzt nicht die schlechteste, aber sie ist mit Sicherheit auch keine Snipe-Kanone. Dafür ist sie leider einfach ein Stück weit auch zu ungenau. Gerade auf so M41, Walker Bulldog oder T37 in der Fahrt. Da werdet ihr schwer haben, tatsächlich die Ziele zu treffen. Er kann jetzt ein bisschen auch von Glück reden, dass er hier auf der Straße, so offen wie er hier steht, nicht gespottet wird. Das kann nur eigentlich daran liegen, dass die gegnerischen Scouts wahrscheinlich noch nicht die allerstärkste Crew drauf haben. So, da vorne entscheidet sich jetzt ein Liberty drauf zu gehen. Ich möchte jetzt an der Stelle einmal ganz kurz Pause machen, dass wir uns so ein bisschen die Setup-Verteilung anschauen. Wir haben jetzt hier auf der linken Seite auf der 1er-Reihe einen der Scouts, der sich entschieden hat, im Busch erstmal auf G1 zu spotten. Kann man so machen. Der T29, meiner Meinung nach, der sich hier am besten positioniert. Ihr seht das da vorne, ihr seht das aber auch auf der Minimap. Hier können wir uns das gerne anschauen. Der T29 ist quasi der einzige, der wirklich die richtige Position für diese Begegnungsgefechtsmodus bezieht. Klar lauft ihr Gefahr, dass euch da die Arti treffen kann. Auf der anderen Seite hätte ich mir gewünscht, als ich das erste Mal dieses Replay hier gesehen habe, dass sich auch Felix dazu entscheidet, auf die Position zu fahren. Warum ist diese Position so super? Erstens habt ihr mit so einem langsamen Panzer wie dem T26 E4, ich lasse das jetzt hier mal weiterlaufen, T26 E4 Super Pershing, keine großen Distanz zum Cap. Also wenn es dann tatsächlich mal brenzlig wird, dann seid ihr in der Lage, blitzschnell zu resetten. Auf der anderen Seite habt ihr aber natürlich die Möglichkeit, genau das, was jetzt oben auf dem Hill aufgegangen ist. T34-3 ist da oben gerade auf dem Hill aufgegangen. Den könntet ihr hervorragend unter Feuer nehmen. Wir haben da zwei Heavys und ein TD auf dem Hill und ich möchte, dass ihr auf der Minimap einfach mal auch ein bisschen den Hill im Auge behaltet. Der wird gleich ganz, ganz massiv überrannt und das würde natürlich nicht passieren, wenn da vorne beim T29 zusätzlich noch der Super Pershing stehen würde. Der T29 alleine mit seiner DPM kann da sicherlich nichts machen und kann sicherlich auch nicht bei einem entschlossenen Hillpush alle Panzer aufhalten. Wir wissen jetzt auch nicht, was für ein Spielerkaliber der T29 ist. Es kann auch sehr gut sein, dass er vielleicht selber vom Aiming her noch nicht so stark ist, dass er da überhaupt signifikant unterstützen kann. Ja, Felix hat jetzt ein bisschen Schaden machen können, hat sich jetzt dazu entschieden, nochmal 10 Meter weiter nach vorne zu fahren. Also ich persönlich hätte jetzt spätestens jetzt an dieser Stelle, wo der erste Panzer oben auf dem Hill aufgegangen ist, mir gewünscht, dass jetzt tatsächlich eine Zentrumsposition bezogen wird. Auf der einen Seite kannst du im Zentrum für deine eigene Arti spotten. Du kannst für die Panzer wie eine Su-152 oder wirklich die T-34-100, T-43, die jetzt ein bisschen ängstlich sind, selber noch Spots liefern. Also du kannst eine ganze Menge an Unterstützungsschaden aus dem Zentrum rausholen. Du kannst aber sowohl mit deiner Gun Depression und deinem Turm nach vorne auf den T34-1, der da die ganze Zeit piekt und pokt, arbeiten. Und du könntest jetzt kommt der Hillpush, du könntest diesen Hillpush zumindest mit Schaden verlangsamen. Du könntest dafür sorgen, dass die Gegner einen hohen Preis dafür zahlen, über den Hill drüber zu pushen.
Aber du entscheidest dich jetzt an der Stelle weiterzufahren. Diese Alarmsignale sind immer noch nicht angegangen und jetzt werden eure Panzer einer nach dem anderen da hinten am Hill weggeholt. Der T-29 da unten steht noch auf einer halbwegs guten Position, wo er, denke ich, vielleicht noch den einen oder anderen Unterstützungsschuss loswerden kann. Aber alles in allem steht es jetzt 2-4. 3-4, 3-5. Das ist halt 3-6. Das ist halt genau der Grund, warum so viele Gefechte von euch, von vielen von euch, die nicht über eine Winrate von 50% kommen, verloren werden, weil ihr einfach selbst als Top-Tier zu passiv seid. Und ich sage das ja immer wieder und ich versuche ja auch in meinen Videos, dann, wenn ich so Panzervorstellungen mache, wenn ich Advanced Gameplay mache, dann versuche ich ja im Schwerpunkt auch immer die Gefechte als Top-Tier zu zeigen. Das steht jetzt übrigens 5-8. Und dann wird mir immer wieder geschrieben, ja, als Top-Tier können wir das alles selber, Top-Tier wissen wir, zeigt uns mal lieber, wie man als Mid-Tier oder Low-Tier agiert. Aber, liebe Leute, solche Gefechte, das ist das, woran es bei den meisten scheitert, wo ihr die perfekten Bedingungen habt für euren Panzer, wo ihr Top-Tier seid, wo ihr eigentlich ja auf Panzer wie den IS oder T-34-1 spucken könntet, weil die einfach überhaupt gar keine Chance im 1 gegen 1 gegen euch haben, weil sie einfach auch nicht die Möglichkeiten haben, so ein Super Pershing verlässlich zu penetrieren. Es steht 6-9 und ja, langsam aber sicher hast du es jetzt geschafft an die Position, wo ich dich von vornherein gerne gesehen hätte, nicht ganz jetzt so an den Bahnschienen, aber da, wo der T-29 die ganze Zeit gekämpft hat, 6-10 und jetzt wird es eigentlich nur noch Ergebniskorrektur. Alles, was jetzt noch an Schaden gemacht wird, würde entweder in Richtung Kolobanov-Medaille laufen oder quasi sorgt nur noch dafür, dass du ein paar mehr Credits verdienst, dass du ein bisschen besseres Spielergebnis hast. Aber ein Sieg jetzt bei dem Spielstand von 6-11, bei dem, was noch alles so an Panzern im Gegnerteam da oben, T-29 fast full life, IS full life, T-34 auch noch ganz gut dabei. Wir haben KV-3, also wir haben eine ganze Menge an Panzern. Jetzt hast du dir sogar noch die schlimmere Kelle vom T-34-3 gefangen. Leider eine Low-Roll, vielleicht hättest du hier mit einer High-Roll den T-34-3 gleich rausnehmen können. Jetzt hast du dich dazu entschieden, APCR zu schießen und hast hier sicher den T-34-3 rausgenommen. Aber an der Stelle steht es 7-11, 7-12. Und ja, alles, was, wie gesagt, was jetzt noch kommt, ist gut geschossen, gar keine Frage. Ist auch ab dieser Stelle jetzt einigermaßen clever gespielt, aber es hätte niemals zu dieser Situation kommen dürfen und deswegen ist es für mich so ein ganz, ganz triviales Beispiel und hat dann auch bei mir dazu geführt, warum ich gesagt habe, ey, das muss in, ja, auch eine Jubiläumsfolge von euer Replay, meine Analyse ist jetzt die 50. Folge und ich finde, was kann es Besseres geben, als dass wir mal darüber sprechen, euer Spielverhalten als Top-Tier. Und da müssen wir leider sagen, bin ich jetzt an der Stelle leider ein bisschen enttäuscht. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, Felix Gunner hat noch keine 5000 Gefechte, ist also quasi noch völlig am Anfang seiner WOT-Karriere. Und dafür auf jeden Fall, was so das, was das Zielen und das Aiming angeht, sind auf jeden Fall schon solide Grundlagen vorhanden. Aber wie gesagt, ihr müsst euch davon freimachen, als Top-Tier so sehr passiv zu spielen. Wo immer ihr die Möglichkeit habt, wo immer ihr von Wargaming so ein schönes Setup bekommt, wo ihr Top-Tier seid, mit gerade mal 2 Achtern, wenn ich das richtig gesehen habe, auf beiden Seiten. Eine ganze Menge 7er, sogar 6er dabei. Also da hätte auf jeden Fall viel, viel mehr von so einem super starken Panzer. Also der Pershing ist meiner Meinung nach nicht super stark, aber für so ein Setup wie das, was wir hier sehen, ist der Pershing tatsächlich ein ausreichend starker Panzer, um hier über die Gegner quasi zu lachen. Leider hast du das Ganze hier sehr, sehr langsam angehen lassen. IS jetzt hier rausgenommen, das hätte alles schon früher passieren können, vor allem dieser Moment, wo die ganzen Panzer hier über den Hill rübergeschrubbt sind, da hättest du aus dieser F6-Position, die unglaublich wichtig ist in einem Begegnungsgefecht, hättest du hier die ganze Zeit Schaden austeilen können und wenn du nichts hier oben gesehen hättest, hättest du die ganze Zeit mit deinem Turm gegen den T-34-1 arbeiten können, der nun überhaupt gar keine Gun Depression hat. Das heißt, du hättest hier eine extrem gute Zentrumsposition gehabt und selbst wenn die Gegner dann hier über die 1er, 2er, 3er Linie gekommen wären, dann hättest du einfach deinen Turm nach links gedreht, hättest mit deiner Turmpanzerung und deiner Gun Depression nach links gekämpft. Also diese Position hier, es ist unfassbar wichtig und gerade mit einem Medium, selbst wenn ihr jetzt sagt, okay, der Super Pershing ist jetzt kein ausgezeichneter Medium, ja, weiß ich selber, aber irgendjemand muss diese Position besetzen und man kann da in der Regel sehr, sehr viel Schaden machen, man kann sehr, sehr viel Unterstützungsschaden sammeln
Und jetzt kämpfst du quasi nur noch mit dem T-43, der auch den Schuss irgendwie nicht so richtig gehört hat. Keine Ahnung, was der da hinten die ganze Zeit macht. Ja, so auf verlorenem Posten gegen eine Übermacht an Gegnern. Die müssten jetzt schon wirklich, wirklich richtig blöd sein, damit du dieses Gefecht noch gewinnst. Und da ist das Gefecht für dich gelaufen. Der Jagdpanther, ich denke, ein relativ glücklicher Schuss mit der Kanone. Ich weiß gar nicht, vielleicht war es sogar HE. Auf jeden Fall bist du jetzt hier rausgenommen worden, hast noch deine 4000 Schaden gemacht. Aber der grundsätzliche Fehler in diesem Spiel ist ganz woanders passiert. Und zwar, als du dich dazu entschieden hast, auf der Zweierlinie so ewig lange Zeit zu verharren, dass du überhaupt ja keine Möglichkeit hattest, auf das Gefecht einen signifikanten Einfluss zu haben. Ich hoffe, das ist jetzt, nachdem ich das 20 Mal wiederholt habe, klar geworden und hoffe, dass du es beim nächsten Mal besser machst und einfach versuchst, gerade wenn du Top-Tier bist, dem Spiel deinen Stempel aufzudrücken. Weil dieses Reagieren, das können eigentlich ziemlich viele, aber selber agieren, das ist die Kunst in World of Tanks, selber das Spiel zu diktieren, dem Spiel deinen Stempel aufdrücken, das Spiel zu dem Gegner zu tragen, den Gegner unter Druck zu setzen. Du hast jetzt die ganze Zeit quasi gegen den Druck gekämpft. Wenn man es anders macht, kann das Ganze hier auch sehr, sehr viel anders aussehen. Vielleicht machst du dann unterm Strich nur 2.500 oder 3.000 Schaden, aber dafür hast du da gekämpft, wo es wichtig war, nimmst den Sieg davon und hast sicherlich auch noch eine ganze Menge Unterstützungsschaden dabei auf dem Weg eingesammelt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Wenn es euch geholfen hat, würde ich mich riesig über ein Like freuen. Ich freue mich nach wie vor über jeden neuen Abonnenten, der den Weg zu meinem Kanal findet. Und an dieser Stelle würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, euer Replay, meine Analyse. Haut rein!